Zum einen begrüße ich auf meiner von mir aus linken Seite hier oben bei den Videos die Birgit Becker, die den Bereich Consulting und Support unterstützt bei eGroupware. Und sie wird nochmal auch nachher Live-Beispiele zeigen und genau erklären, um was es darum geht. Und unter mir sehen Sie die Kollegen von der TU Kaiserslautern. Ich gebe mal links direkt unter mir an den Arash weiter, der ein bisschen was zu sich sagen kann und zu der Kooperation und Zusammenarbeit mit der Universität Kaiserslautern. Hallo zusammen und willkommen. Ich heiße Arash Tulu, bin Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern. Neben mir in dem Falle links oder rechts direkt ist Professor Christoph Thyssen für Fachdidaktik. Und gemeinsam mit eGroupware haben wir dann eine Kooperation gestartet und ein System entwickelt namens SmallPart. Ist ein gutes System zum Benutzen für die Lehrer als auch für Prüfungen. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich dann direkt anfangen mit der Präsentation. Als erstes geben wir einen Systemüberblick, wie sieht das Ganze aus und wo kommt der Name her. Der Name SmallPart ist halt ein zusammengesetztes aus den Funktionen, die SmallPart hat. Und das bedeutet eigentlich Self-Directed Media Assisted Learning Lectures und Process Analysis Reflection Tool. Das heißt, selbstgesteuerte, mediengestützte Lehrvorgänge oder Vorträge, als auch ein Tool, um eine Reflexion oder eine Prozessanalyse via Videos durchzuführen. Es ist dementsprechend ein Videolerntool. Als Hauptmedium setzen wir Videos ein. Das Schöne an der Geschichte ist, es ist datenschutzkonform und Open Source. In einer eigenen Installation ist es auch damit kostenfrei. Außer die Kosten, die Sie für Server und Wartung haben. Es ist Lernplattformen kompatibel. Lernplattformen sind sowas wie OLAD, Ilias und alle anderen Lernplattformen, die ich nicht kenne. Und es gibt diverse davon. Wir sind videobasiert und wir können auch YouTube-Videos verwenden. Mehr dazu könnte man auf smallpart.de sehen. Und da würde ich direkt rübergehen und sagen, wie sieht das Ding überhaupt aus? Und zwar, wir haben zwei Versionen. Hier sehen wir die lernende Version. So sieht das für Lernende aus. Wir haben einen Videobereich, einen Annotationsbereich. Dort können wir Kommentare schreiben, dort können wir Markierungen setzen. Wir haben einen allgemeinen Aufgabenbereich, um die Leute anzuleiten, die damit arbeiten wollen. Wir haben den Kommentarbereich oder gar den Funktionsbereich. Und wir haben unten einen Filter- und Nutzerübersicht. Das heißt, wir können durch die Kommentare relativ einfach filtern, nach Wörtern suchen, nach Namen suchen. Und damit wir auch relativ einfach die Informationen finden, den wir suchen. Es gibt auch natürlich eine Lehrenden-Sicht, weil da brauchen wir ein bisschen mehr. So sieht die Oberfläche aus. Das hier kennen wir schon. Was ändert sich, ist zum Beispiel dieser Bereich. Da können wir direkt den Kurs bearbeiten, die Fragen bearbeiten, wenn wir Fragen in einem Video hinterlegt haben, aber auch Bewertungen angucken. Genaueres werden wir im Laufe sehen, wie diese Testaufgaben aussehen. Wir können eben Overlay-Text einfügen oder eben Fragen hinzufügen zu dem bestimmten Videozeitpunkt. Oder wir können sehen, wie viele Teilnehmer sind in unserem Kurs, wie viele davon haben sich an der Bearbeitung beteiligt. Und wir können auch ablesen, das war für viele Lehrer und Dozenten an der Uni wichtig. Wie viele haben sich noch gar nicht beteiligt und wen können wir anregen, sich zu beteiligen, damit die Kurse bestanden sind? So, hier habe ich ein Einsatzszenario aus der Schule mitgebracht.
da wir alle die Schule hinter uns haben und definitiv die ein oder andere Mal damit in Kontakt gekommen sind. Es sind ja tägliche Aufgaben wie Lehrvorträge oder Frontalunterricht, das kennen wir. Und in Corona-Zeiten geht das eher schlecht. Also kann man das Ganze aufzeichnen und damit das Internet nicht zusammenkracht, was wir schon mal hatten, Deutschland, Lande, Digitalisierung, könnten wir das Ganze asynchron als Stream zur Verfügung stellen. Oder diesen Vortrag als PowerPoint vorbesprechen und halt zugänglich machen. Welche Vorteile uns Smallbot dabei bietet, sind diese, dass die Überarbeitung oder die Neuvertonung wegfallen, weil wir direkt Kommentare setzen können. Man hat sich verhaspelt, man hat falsche Informationen oder alte Informationen mit reingebracht. Da muss man nicht das Ganze nochmal neu drehen. Kleiner Vermerk, hier in dieser Sekunde ist das und das und das jetzt aktuell. Das ist falsch, das muss man so revidieren. Man kann direkte Zusatzinformationen reinfügen, an der Stelle Videosite gesteuert. Das heißt, eine Videosite 3 Minuten und 36 Sekunden ist eine Information und da habe ich eine weiterführende Webseite oder Text, wo ich sage, okay, da kannst du weiterlesen, da kann ich es dort direkt über einen Anchor Point anbringen und Informationen den Lernenden zugänglich machen. Wir können auch Gliederungen über Übersetzungen machen oder auch weiterführende interaktive Fragen stellen. Es gibt zum Beispiel auch die Beobachtungsaufgaben. Beobachte dieses Phänomen, guck mal, was damit machen kann. Auch Tutorials, Reflexion von Erklärvideos. All das können wir mit Smallpart wunderbar nutzen, indem wir halt Kontrolle und Bewertung von Antworten mit eingefügt haben. Das heißt, wir können ein Video an einem bestimmten Punkt analysieren und das auch darüber diskutieren. Und das Schöne ist, wir können die Sichtung von aktuellen Lernständen als lehrende Sicht relativ einfach erfassen. Was anderes wäre zum Beispiel Versuchsvorbereitung, Prozessbeschreibung oder Lernvideos zur Vorbereitung oder man kennt es, Vorbereitung auf Besuch eines außerschulischen Lernortes, kurz gesagt Exkursion und Party, was aus Schülersicht der Fall war. Aber wie bereite ich mich vor? Indem ich ein Video sehe, indem ich eine Prozesserläuterung mache, indem ich den Schülern und Schülerinnen oder Studenten oder Mitarbeitern schon mal eine Einstieg in dem Teil brauche, dass wir halt die nicht ins kalte Wasser laufen lassen oder springen lassen, sondern die haben schon eine Vorstellung. Dann hat man mehr Lerneffekt und eine intensivere Auseinandersetzung, wenn man da ist. So, ich komme jetzt generell jetzt zur Metaperspektive von Smallpart. Was sind die Medienperspektiven, wie man damit umgehen kann? Das Schöne an Smallpart ist, man muss es nicht unbedingt gerade neu erfinden. Man hat den Wagen schon meistens da, also Lernplattformen sind da. Man muss es nur noch anschließen. Man kann verschiedene, dank E-Groupware, da wird Birgit sicherlich viel besser, dass das so sagen können, verschiedene Authentifizierungsmethoden, die E-Gruppe anbietet. Das heißt, man muss nicht jedes Mal neue Accounts anlegen. Hier als Beispiel wäre zum Beispiel ein Schulaccount, kann man auch quer verwenden, dass die Schüler ohne Probleme Systeme benutzen. Also auch das Ganze über LTI, das ist die sogenannte Schnittstelle, um mit diesen Lernplattformen zu unterhalten. Das ist eine Standardschnittstelle, die wir auch unterstützen, einen Kurs einzubetten. Wir sind, wie gesagt, datenschutzkonform und das zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Ich habe drei Beispiele mitgebracht. Das sind zum Beispiel öffentliche oder nicht öffentliche Beiträge. Wir können steuern, wer die Kommentare und die Texte sehen kann, lesen kann. Es gibt die Möglichkeit der anonymen Nutzung, das heißt, die Namen sind anonymisiert.
und eben auch die Sichtbarkeit der Kommentare. Und natürlich Zugang zu Kurs ist auch zu den Videos ist auch geschützt. Wir haben Nutzung verschiedener Videoquellen mit dabei. Das heißt, man kann eigene Produkte hochladen. Selbstverständlich sollte man das machen können. Aber auch Videos über YouTube oder in dem Fall haben wir ein Planet Schule. Das ist ein öffentlich-rechtliches Programm für die Schule, wo sie Videos für die Lehrer hinterlegt haben. Die können wir auch relativ einfach mit einem Link einbetten und die Videos benutzen. Und das Schöne ist, wir kommen da nicht in einen gewissen Konflikt, weil wir ja die Videos nicht direkt bearbeiten. Als auch Video-Streaming-Systeme, viele Land Rheinland-Pfalz hat ein Panopto als Streaming-Dienst, da können wir auch welche benutzen. Wir können, das Schöne ist, Videos bidirektional einsetzen. Das heißt, wir haben zwar eine asynchrone, zeitversetzte Aktion, aber wir können durch Rückkanal und über Aufgaben oder Kommentare und Rückmeldungen, Retweets auf Kommentaren eine Interaktion schaffen. Das heißt, wir schaffen es einigermaßen, das Ganze, die Vorteile, was wir in Live-Interaktion haben, auch in der Asynchrone mit reinzunehmen. An sich kann man zusammengefasst sagen, dass Medium und Tool fusionieren. Das ist unser Ziel. Das haben wir auch, finde ich, ein gutes Stück vorwärts gebracht. Wir können jetzt das Medium Video flexibler einsetzen, interaktiv verwenden, kollaborativ damit arbeiten. Und das Schöne, immer Video zeitgenau. Das heißt, auf Sekunde genau können wir einen Kommentar oder eine Frage erstellen. Nun, wie sieht diese flexible Medienfusion aus? So ist es zum Beispiel, wir können Textmedien, also Texte, Anleitungen als Kommentare implementieren. Hier haben wir eine Anleitung, den wir parallel als Kommentar daneben haben. Sie sehen, dass hier ein bisschen blau hinterlegt ist. Das ist die aktuellste so Videozeitpunkt, die wir hier sehen. Das ist die zweite, die Videozeitpunkt. Aktuellste Kommentar wird immer hervorgehoben, sodass man immer weiß, welcher Kommentar hier passt. Man kann das Video stoppen und die textliche Anleitung lesen. Wir können Overlay-Texte schreiben, ohne Probleme, ohne auf das Video, auf die Datei zugreifen zu müssen. Und das Schöne ist, diese sind videozeitabhängig. Das heißt, wir können eine Spanne angeben, wann sie erscheinen, wie sie erscheinen, welche Farbe sie haben. Also wir sind komplett frei in unserer Textverarbeitung. Ein schöner Nebeneffekt ist eben, diese Annotationen sind komplett Videozeitpunkt genau, aber auch exportierbar. Das heißt, wenn ich das Ganze habe, kann ich relativ einfach auf den Export klicken und je nach meiner Rolle, bestimmten Rechten natürlich zugeordnet, aber als Lehrer, als Eigentümer des Kurses kann ich das komplette Gesprächsverlauf über den gesamten Video herunterladen und als Text in eine CSV-Datei zur Verfügung gestellt bekommen. Noch relevanter ist, dass wir auch Markierungen im Bild machen können. Das heißt, hier erscheint einfach eine Markierung im Bild mit verschiedenen Farben. In dem Fall haben wir vier Farben zur Verfügung und dazu können wir auch passende Fragen stellen oder wenn Rückfragen sind, direkt markiert oder auch als Aufgaben benutzen. Im Laufe des Vortrags sehen Sie, wie man das als Aufgabe benutzen kann. Oder einfach als richtige Aufgaben. Die sind natürlich Testaufgaben, sind autokorrigiert, solange geschlossene Aufgaben sind. Und
die gehen nicht verloren. Es gibt die Möglichkeit vom Report, eine Liste, wer wie abgeschnitten hat. Da würde ich gerne direkt dann zu ein paar Anwendungsbeispiele gehen, die wir so verwenden. Da haben wir zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel, es ist ein Experiment in Physik. Das ist die Quelle ist Planet Schule. Der Lerninhalt ist didaktisch aufbereitet. Das ist ein Vorteil von Planet Schule. Das ist das Angebot, was sie uns zur Verfügung stellen. Und das Aufgabentyp ist eher ein Assessment, eine Beobachtung. Und diese Aufgabentyp können wir in zwei verschiedene Versionen darstellen. Einmal als normale Single-Choice, Multiple-Choice oder eben offene Fragen. Kurz gesagt, ein Aufgabenblatt umgesetzt. Oder als interaktiv mit Videobildmarkierungen, was mehr als die Aufgabenblattlösung oder Ankreuzen ist. Und das Zweite, was wir haben, ist ein Stop-Motion-Video. Als Quelle haben wir YouTube. Natürlich ist es nicht aufbereitet, irgendjemand hat es online gestellt. Es sind ein halboffene Prozess- bzw. Medienanalyse als Aufgabentyp, kann man sehen. Und in dem Beispiel, den wir verwenden, ist in der Tat ein Fehler drin, so dass die Schülerinnen und Schüler diesen Fehler sehen sollen und herausfinden sollen. Und es geht über kooperatives Feedback, das heißt, die können sich gegenseitig mit der Klasse zusammen das Video angucken und sehen, wie schaffe ich das, wo ist der Fehler, darüber diskutieren. Und am Ende kann ein Lehrer oder Lehrerin sagen, ja, da war der Fehler. Oder eben als vorbereitet begleitende Fehleranalyse, das heißt, Lehrkraft geht hin und guckt sich das Ganze an und markiert die Stellen, die ein Fehler enthalten haben, und mit den Funktionalitäten, die Smallboard hat, können wir sagen, hey, Obacht, innerhalb der nächsten 20 Sekunden ist ein Fehler drin, beschreib mir diesen Fehler. Wo kommt der Fehler? Was ist? Sowas können wir auch machen. Das heißt, wir lassen die Leute nicht einfach ein Video angucken, wir begleiten sie dabei. So sieht zum Beispiel die Version Planet Schule aus. Wir haben ein Video plus ein Aufgabenzettel. Das kennen wir gut aus der Schule. In dem Fall war es meistens Bild oder Foto und ein Aufgabenzettel. Und was wir gemacht haben, ist, diese Aufgabenzettel zu integrieren. Das heißt, wir vereinen zwei Medien miteinander. Das heißt, die Leistung, die man braucht, um das Ganze miteinander zu vergleichen, ist niedriger, also ist die Lerneffektivität höher. Was man auch noch machen kann, ist, wie gesagt, interaktiv das Ganze ansehen. Wir haben eine Aufgabe gestellt über das gesamte Video. Die sollen sich den Film angucken und auf die kommenden Fragen eine Antwort liefern. So ist zum Beispiel die erste Frage, die lautet, hey, wir nennen das Testobjekt, das wird im Video erzählt, dass es dieser Turm ist, wie hoch dieser Turm ist. Und das Schöne ist, wir können sagen, hey, markier's. Das, was bei den Aufgabenzetteln nicht der Fall ist, wo man schriftlich das Ganze erklären muss, kann man hier sofort sagen, markier's, dann hat man's. Und ja, Antwort kam, Turm, die Höhe ist 106 Meter und man sieht die Markierung. In dem Fall war die Anweisung mit grün markieren. Und die Schülerinnen und Schüler, in dem Fall ein Dummy, hat diesen Turm mit grün markiert. Und als Lehrer kann ich relativ einfach erkennen, oh, da ist eine Markierung, ist es richtig? Ja, bestanden, die Aufgabe ist schon mal volle Punktzahl. Ein anderes Beispiel, wie gesagt, nicht vorbereitet, nicht aufbereitet, das ist das YouTube-Video, es geht um DNA. Und da können wir zwei verschiedene Versionen machen. Wir können einfach sagen, okay, Anwendung 1, schaut euch mal das bitte an und sagt mir, wo genau die Fehler sind. Und da können Schülerinnen und Schüler Kommentare schreiben. Und oder Version 2, wir können direkt sagen, hier ist ein Fehler, gib mir den Fehler an, das darfst du nicht übersehen. In dem Fall komme ich quasi zum Ende und würde zu Birgit weiterleiten, die uns dann Smallpart ein bisschen zeigt, wie man da
die Kurse angucken kann, wie das Ganze aussieht. Ja, danke auf jeden Fall schon mal an Arash. Du müsstest dann deine Präsentation sozusagen beenden, damit ich meinen Bildschirm freigeben kann. In der Zwischenzeit können wir ja einfach auch schon mal in die Runde fragen, wie denn bisher so aus Ihrer Sicht Fragen aufgekommen sind. Was sind denn so die spannendsten Themen, die wir uns jetzt auch einfach noch mal live anschauen sollten, wenn Sie vielleicht einfach mal in den Chat auch reinschreiben. Ich kann an der Stelle einfach mal ein bisschen die Beispiele, die Arash jetzt eben auf der Folie gezeigt hat, auch noch mal in live zeigen und wir können uns dann selber mal anschauen, wie man so einen Kurs oder eine Frage anlegt, so ein Overlay drüber blendet, aber wie gesagt, gerne einfach in den Chat reinschreiben, welche Themen für Sie besonders interessant sind. Also das ist jetzt, wie gesagt, das Video von Planet Schule und das läuft jetzt dann einfach ganz los. Ich kann das natürlich auch entsprechend mich hier drin fortbewegen und entsprechend würde jetzt einfach an der angegebenen Startzeit meine Frage entsprechend aufkommen und ich kann die beantworten oder wenn es zugelassen ist, kann ich sie auch auslassen. Wenn ich sie auf jeden Fall beantworten muss, dann bleibt das Video auch am Ende stehen, bis derjenige die Frage beantwortet hat. Und so kann ich mich natürlich auch im Zweifelsfall nur über die Fragen entsprechend bewegen. Kann, wenn ich was an der Frage jetzt als derjenige, der die Frage stellt, etwas verändern möchte, kann ich hier oben einfach auf das Bearbeiten-Symbol klicken und bin dann an der Markierung, an der die ganze Sache abläuft. Ich kann zum Beispiel die Startzeit oder wie lange das Ganze dort steht, entsprechend korrigieren oder ich kann natürlich auch insgesamt, wenn ich jetzt Sachen nochmal verändern würde, könnte ich an der Stelle auch sagen, okay, ich möchte insgesamt in die Fragenbearbeitung gehen. Das ist natürlich deutlich leichter, wenn ich die gesamte Anzahl der Fragen sehe, gehe dort in die Bearbeitung rein, habe entsprechend meine Frage und die möglichen Antworten, bei denen ich im Zweifelsfall hinterlegen kann, was die richtige und die falsche Antwort ist, damit die entsprechende Autokorrektur auch funktionieren kann. Wenn die Vorgabe nicht da ist, dann kann es natürlich auch nicht autokorrigiert werden. Und kann auch jederzeit hier wieder den Kurs bearbeiten, um zum Beispiel ein weiteres Video in meinen Kurs hinzufügen zu wollen. Das hier war jetzt ein relativ großer Kurs mit verschiedenen Videos enthalten. Oder ich kann sagen, nee, geh wieder zurück zu meinem Video und dann bin ich wieder in der entsprechenden Ansicht vom Video Bearbeitung oder dem Abspielen, dass ich dann einfach hier wieder entsprechend starten und loslegen kann. Allgemein schauen wir uns einfach mal an, wie sieht denn sowas aus? Wie gesagt, ich habe als derjenige, der mehr Optionen hat, an der Stelle die Möglichkeit, mir die ganzen Kurse, die existieren, anzeigen zu lassen, mit den entsprechenden Rechten auch die gegebenenfalls zu bearbeiten. Wenn ich auf so einen draufklicke, ich kann entweder das Bearbeiten-Symbol hier verwenden oder entsprechend das den Doppelklick, den die eGroupware-Benutzer so ja kennen und kann hier entsprechend Informationen hinterlegen. Die allgemeine Frage, ob das Ganze in einem Status eines Entwurfs ist oder veröffentlicht, gerade wenn es jetzt um eine Prüfung geht, ob da ein entsprechender Zeitraum ist, in dem das als Prüfung zur Verfügung steht. Und ich kann noch solche Sachen setzen, wie wo denn die Fragen auftauchen sollen, ob die quasi anstatt von Kommentaren oder unterhalb von Kommentaren, ob das Ganze als Dialog kommen soll oder als Video-Overlay. Standardmäßig, und das ist, denke ich, das, was den meisten auch bekannt ist, ist es statt den Kommentaren, wenn ich jetzt aber was kombinieren wollte,
dass ich sage, ich will was Interaktives machen, habe ein paar Fragen, die im Videozeitpunkt auftauchen, zusätzlich aber die Kommentare, dann kann ich auch einfach sagen, es soll unterhalb von dem Kommentar auftauchen. Ich kann jetzt hier einfach eine Video-URL angeben oder ich kann die Datei auswählen von meinem lokalen Desktop und hochladen. Wenn ich sie hochlade, braucht es halt die Zeit, bis es da ist und verbraucht den Speicherplatz. Gebe ich einfach die Video-URL an, dann wird es von dort aus entsprechend aufgerufen. Ich kann dann als Administrator sehen, wer hat denn hier schon mit welchen Rechten entsprechend dran teilgenommen. Ich kann hier LTI-Zugangsdaten generieren, um sie dann in eine LTI-Plattform einzubinden, inklusive einem Passwort, was halt quasi so als Hash und dem Ganzen verwendet wird. Und hier habe ich die Möglichkeit, Aufzeichnungen und Export zu generieren, sodass ich entweder die Kommentare nur herunterlade oder sage, ich will einen ganzen Kurs exportieren, inklusive Teilnehmer, Kommentare, Historie, alle Videos oder nur ein bestimmtes Video. Und entsprechend auch kann ich so wieder Sachen, die ich häufiger mal brauche, kann ich natürlich einfach auch an der Stelle exportieren und dann wieder in einen anderen neuen Kurs importieren. Ich will jetzt einfach mal auf einen anderen Beispielkurs, den wir von jemand von der FH Kaiserslautern zur Verfügung gestellt bekommen haben, reingehen und anhand von dem auch einfach nochmal zeigen, wie funktionieren denn diese neuen Fragesachen, beziehungsweise auch, wie funktioniert das, wenn ich jetzt eine Video-URL da hochlade. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach ein Video, was entsprechend hier in einem Server, in dem Falle über C-File, zur Verfügung gestellt wird. Dann kann ich das entsprechend mir die URL kopieren und in meinem Kurs bearbeiten. Wo ist mein Pop-up hin? Kann ich einfach die URL eingeben und sagen Video einbinden und dann ist die entsprechend damit drin und ich kann jetzt hier einfach noch meinen Kommentar neues Video auf Englisch dazu eingeben und entsprechend, wenn ich das speichere, dann habe ich es nachher auch wieder zur Verfügung. Dabei ist es so, dass wir jetzt hier an der Stelle, damit die Videos oder die neuen Videos hinzugefügt werden, die werden erst nach dem Neueinloggen wieder sichtbar. Von daher gehe ich jetzt einfach mal auf eins der deutschen Kurse, die ich vorher schon vorbereitet habe. Zum Beispiel hier Video zum Bio-Nano-Raum. Und entsprechend würde ich jetzt als Teilnehmer, an der Stelle ist es so, die FH Kaiserslautern hat einen Reinraum, die hat verschiedene Sicherheitseinweisungen und dazu gibt es Videos und man muss zusätzlich Fragen beantworten, Fragen bestehen. Die haben einen Pool von 32 Fragen und aus denen werden zufällig 8 Fragen ausgewählt. Und erst wenn ich es geschafft habe, alle Fragen sauber zu beantworten, dann darf ich halt tatsächlich auch die Räume buchen und benutzen als Studierende. Und dementsprechend dort, das Ganze läuft momentan noch über OLAT, habe ich halt mein Video auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann den Test, den ich durchlaufen kann. Und hier haben wir das Ganze jetzt insofern abgewandelt. Ich habe auch nicht alle Fragen da drin, aber im Prinzip läuft einfach das Video ab und ich kann parallel zu dem Video dann entsprechend meine Fragen platzieren. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier an die Stelle gehe, dann könnte jetzt so eine Frage sein an der Stelle, weil dort ist es Multiple-Choice-Fragen. Das hier wäre jetzt einfach in wie vielen Klassen erfolgt die Einteilung der Stoffeigenschaften und welche sind das? Das wird dann hier im Laufe des Videos wird es beantwortet und entsprechend, wenn ich dann das weiterlaufen lasse, sieht man, das kann ich mir dann alles anschauen und dann kann ich natürlich auch so eine offene Frage am Ende bearbeiten. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, wenn es jetzt darum geht, solche Informationen aufzunehmen, dadurch, dass ich die Frage
und das Medium direkt beieinander habe, habe ich es halt viel mehr präsent, als wenn ich mir erst das gesamte Video anschaue und mir dann den Fragenkatalog dazu anschaue. Das heißt, in dem Sinne wird es mir einfacher. Natürlich, um eine Prüfung zu bestehen, ist es natürlich jetzt sehr viel einfacher, weil ich die Frage direkt an der Stelle auch drin habe. Aber wenn es darum geht, die Information aufzunehmen, ich denke, da kann dann auch Christoph und Arash noch mal mehr dazu sagen, dann macht es mir das Ganze natürlich schon einfacher, wenn ich die beiden Sachen miteinander verbunden habe. Ich sage jetzt einfach mal, ich will diese Frage auslassen. Springe mal an eine andere Stelle, halte das Video wieder an. Hier geht es jetzt darum, wie ist es da, wenn jemand einen Unfall hat? Was muss ich tun? Das wird auch im Video an der Stelle wieder erklärt. Ich kann meine Fragen entsprechend durchgehen. Und wenn dann am Ende alles bestanden ist, kann ich entsprechend mir auch die Bewertungen anzeigen lassen. Das sind so die Sachen, wo ich halt Fragen und Antworten kombinieren kann. Ich denke mal, so typische Geschichten sind auch sowas, irgendwelche Prüfungen, Fahrschulprüfungen, gestern auch so ein bisschen im Internet noch rumgestöbert, so dieses typische Schulkinder-Fahrradprüfung ist ja so ein ganz großes Thema in der Grundschule. Und natürlich ist es schön, wenn ich das an der Stelle auch einfach solche Sachen verbinden kann und die Kinder an der Stelle einfach und auch spielerisch sich das anschauen können und gleichzeitig halt auch solche Fragen zur Verfügung haben, um das Wissen nochmal zu kontrollieren oder zu prüfen. Ja, dann gehe ich doch nochmal auf einen anderen Kurs. Und zwar wollte ich an der Stelle einfach nochmal zeigen, wie sieht es denn aus mit den Bewertungen oder den automatischen Bewertungen. Das heißt, an der Stelle sehen wir jetzt einfach verschiedene Benutzer, die auf dem Kurs drauf sind, die Fragen beantwortet haben. Und ich kann jetzt hier reinschauen und kann genau sehen, welche Frage beantwortet wurde, auf welche Frage es entsprechend schon Punkte gab. Das heißt, hier sind nur 4 der gesamten Anfragen beantwortet worden. Dementsprechend gibt es für die richtigen hier die Anzahl der Punkte. Ich kann hier auch auf andere Teilnehmer draufgehen. Die Birgit hat gar nicht geantwortet. Wir hatten, glaube ich, den Admin noch. Der Admin hat jetzt an der Stelle andere Fragen beantwortet. Also von daher kann ich hier einfach an der Stelle sehen, wer welche Fragen zu welchem Prozent beantwortet hat und kann natürlich jetzt auch offene Fragen hier an der Stelle einfach bearbeiten und kann sagen, okay, wenn das die Antwort war, das hier ist die Beispielantwort, die ich dazu bekomme, dann kann ich hier eine Bemerkung eingeben und eine Punktzahl und habe damit auch in einem Kurs, wo ich gemischt offene Fragen und, ich sage jetzt mal, Autokorrekturfragen, die nämlich einfach Single- oder Multiple-Choice sind, habe ich relativ schnell eine Gesamtauswertung gemacht. Alles, was Autokorrektur ist, wird entsprechend direkt gemacht und bei dem anderen kann ich sehr einfach ein Ergebnis zusammenbringen. Mit einer Online-Schulung. Ich sage jetzt mal, wenn die aufgezeichnet wird, also wir arbeiten jetzt an der Stelle in dem ersten Schritt, ist es so, dass wir tatsächlich Videoaufzeichnungen haben. Es ist tatsächlich angedacht und es wird auch in einem weiteren Schritt kommen, dass wir ein Live-Feedback auch ermöglichen. Ich denke, da kann Christoph und Arash vielleicht auch einfach mal gleich noch mehr dazu sagen, was da in Planung ist, beziehungsweise die hatten das auch vorher schon in einem anderen Tool abgebildet und das soll dann auf die eGroupware übertragen werden, wie sowas dann entsprechend in live aussieht. Vielleicht gebe ich einfach mal an den Christoph weiter, dann kannst du ein bisschen mal zu solchen Sachen auch was sagen. Ja, kann ich gerne machen. Ich setz aber vielleicht noch nicht direkt in der Online-Schulung an, die sozusagen live ist, sondern würde gerne nochmal auf die Videos zurückkommen. Wir arbeiten quasi mit Problemen in der Universität. Wir sind in der Fachdidaktik in der Lehrerausbildung, und zwar in der biologisch-naturwissenschaftlichen Lehrerausbildung, sehr viel mit Prozessen oder Dingen, die Zusammenhänge darstellen sollen. Und dann kann man mit Texten arbeiten, mit Bildern arbeiten,
was bei dynamischen Prozessen einfach nicht optimal ist. Das sei jetzt bei wissenschaftlichen Dingen genauso problematisch wie zum Beispiel dynamische Vorgänge in Klassenräumen, wenn sie gar keine echten Schüler da haben oder wenn sie über sowas diskutieren wollen. Das heißt, unser Ziel war es immer per Video einen relativ objektiven Blick, der auch wiederholbar ist, wo man multiperspektivisch drüber sprechen kann, zur Verfügung zu stellen und das mit verschiedenen Antwort- und Interaktionsformaten dann einfach erarbeiten zu können. Die Birgit hatte vorhin zum Beispiel die Fahrradprüfung genannt, was in Schulen tatsächlich aktuell ein Problem ist. Wie macht man das mit der Theorie? Die soll vielleicht im kontaktfreien Unterricht erfolgen. Die praktische Prüfung im Freien ist da wesentlich unkritischer. Und da ist es tatsächlich so, dass man, wenn man weniger Medien braucht und weniger Zettel oder wie kriegt man die Zettel zum Lehrer zurück, mit so einem medienfusionierten Kurs arbeiten kann. Man kann sich an der Stelle dann aber auch noch die Gedanken machen, wie sinnvoll ist es überhaupt, an bestimmten Stellen mit Fragebögen zu arbeiten, wenn man andere Möglichkeiten hat, was das Frage- oder das Aufgabenformat angeht. Wenn Sie jetzt die Frage stellen bei einer Führerscheinprüfung, welches Auto hat jetzt Vorfahrt, dann muss man ja eine Situation abstrahieren, im Kopf verarbeiten und dann schriftlich oder durch Ankreuzen zurückspiegeln. Und unter Umständen misst man dann je nach sprachlichem Hintergrund und sprachlicher Entwicklung gar nicht die Fähigkeit, sich im Verkehr sicher zu bewegen, sondern das Sprachverständnis. Und wenn dann so eine Aufgabe so bearbeitet werden kann, bitte markiere im Bild das Auto, das Vorfahrt hat oder wer Vorfahrt hat, dann hat man diese Unsicherheit schon wieder rausgenommen. Gehen wir zurück, ob das mit einer Big Blue Button Schulung geht. Birgit hat es eben schon gesagt, sobald wir die aufzeichnen, können wir mit dieser Geschichte alles, was dort gezeigt wird, mit Kommentaren, Ergänzungen, Korrekturen oder Ähnlichem versehen. Wir haben ein zweites System, das wir aktuell schon einsetzen. Wir haben das eigentlich gar nicht für Videos bisher genutzt, aber daraus ist auch die Idee von Smallpart entstanden. Wir haben Leuten mit einem Server die Möglichkeit gegeben, verschiedene Kategorien als positiv oder negativ zu bewerten oder bestimmte Wahrnehmungsknöpfe zu drücken, sozusagen auf dem Smartphone, um live ablaufende Situationen bewerten, zu markieren oder auch zu Diskussionen vormarkieren zu können. Und das kann man natürlich unabhängig von einer Live-Vorführung, wo echte Menschen irgendwo stehen, auch mit Videos machen, die man live abspielen lässt. Also damit könnte man zum Beispiel besonders coole Stellen im Video einfach an den Server zurückmelden oder aber man hätte die Möglichkeit dazu dann wie so eine Art Multiple-Choice-Fragen zu stellen und die in einem gewissen Antwortzeitfenster zu bearbeiten. Also das funktioniert in diesem System dann auch. Wir benutzen es aktuell schon, es ist nur noch nicht Teil der IQ-Ware geworden und das ist einer der nächsten Schritte, die wir angehen. Ja, ich kann ja einfach auch nochmal das eins von den anderen Videos bzw. Kursen, die ihr hier hattet, entsprechend anzeigen. Da gab es halt tatsächlich eine Frage an und beziehungsweise nicht jetzt hier, ich wollte eigentlich auf das kooperative Feedback zurück mit den Annotationen und da kann ich dann im Prinzip einfach an so einer Stelle jetzt in dem Ganzen, was ich bearbeite, auch einen Kommentar oder eine Markierung hinterlegen. Das ist das mit den farblichen Markierungen. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, ich will hier etwas in grün einen Bereich markieren und darauf bezieht sich meine Frage, die ich stelle oder auch derjenige, der die Antwort gibt, markiert das an der Stelle. Und das ist jetzt genau zu dem Zeitpunkt, die ich im Bild markiert habe, ist es sichtbar. Und ich habe da meinen Kommentar, den ich dazu eingebe. Das ist die Hand. Und dann wird das entsprechend abgespeichert. Und ich kann es hier sagen, meine Kommentarfarbe hat eine Farbe und meine Markierung hat eine Farbe. Und wenn ich das dann entsprechend einspeichere, dann ist das auch hier in den Gesamtkommentaren drin. Und ich kann so natürlich das Ganze Interaktive mit mehreren diskutieren. Ich könnte also zum Beispiel auch hier wiederum ein Video ablaufen lassen und kann innerhalb der Fahrschüler Diskussionen starten, die das Ganze dann entsprechend an der Stelle auch kommentieren können. Ja, wir kennen H5P.
Das ist jetzt aber nochmal was anderes, weil H5P meines Wissens zum Beispiel auch keine Markierungen im Bild und sowas erlaubt. Auch in H5P kann man Fragen und Antworten im Video oder parallel mit dem Video abspielen, Markierungen und die Kommentarfunktionen so nicht. Insbesondere, zumindest war das mein letzter Stand mit H5P, war es aber auch so, dass ich nicht die kompletten Auswertungen von solchen Multiple-Choice-Fragen und so weiter dann dort rausbekomme. Aber da kann es auch sein, dass sich das Tool an der Stelle nochmal weiter verändert hat. Das weiß ich jetzt nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Vielleicht gerade zum Ergänzen, H5P ist so, wie ich es kenne und zu Beginn der Entwicklung wahrgenommen habe, dann eher sowas wie ein Test-Tool und damit für diesen Assessment-Bereich quasi einfach nur ausgelegt. Wir haben hier die Möglichkeit, da ja noch ganz andere Einsatzszenarien einfach über die Kommentarfunktion zu generieren und auszunutzen, die man mit H5P nicht bedienen kann. Also gehen wir davon aus, wir wären in einer Firma, wo ein Fertigungsprozess oder eine Maschine einen Testlauf hat, dann ist jetzt hier sehr gut möglich zu sagen, bitte da mal genau hinhören, hier hört sich der Motor ein bisschen komisch an oder Stellen markieren, wo man vielleicht was gegen Vibrationen tun könnte. Soweit mir bekannt ist, ist das über H5P nicht möglich in dieser Form zu leisten, schon gar nicht mit der Markierung im entsprechenden Bild. Also generell, wie Arash vorhin auch gesagt hat, ist da dieses Akronym PART drin, Process Analysis and Reflection Tool. Diesen interaktiven Teil kenne ich von H5P so nicht. Und je nachdem, was man in der Lehre oder im Austausch gerne haben möchte, ist es eine essentielle Funktion. Ja, ich denke auch, ich sage jetzt mal, für jeden, der eGroupware einsetzt, ist so in der aktuellen Zeit Thema Digitalisierung respektive, aber auch Prozesse beschreiben. Wie setzen wir jetzt momentan Dinge um? Habe ich natürlich die Möglichkeit, über Absprachen, die wir auch im Team treffen, von der eGroupware selber oder Einführungen in bestimmte Bereiche, in bestimmte Dinge, einfach virtuelle Rundgänge zu machen und viel reinzubringen, dass man gemeinsames Verständnis von dem haben, wie werden Sachen genutzt, wie werden Sachen gespeichert, wie kommen neue Leute rein ins Team, welche Informationen muss ich den Leuten verfügbar machen, kann ich natürlich auch solche Dinge über die eGroupware selber wiederum an meine Personen, an meine Mitarbeiter bringen, kann eine Aufzeichnung machen von Schulungen, von Einführungen, kann die kommentieren und auch entsprechend korrigieren, beziehungsweise mit Kommentaren halt an der Stelle auch das Feedback wieder entsprechend aufnehmen und weiterverarbeiten. Ich sage auch noch was kurz zu H5P. Genau, H5P. Ich verwechsel immer die Buchstaben. Und zwar das Schöne bei H5P ist, dass als Dozierender, als Lehrender, da haben Sie fast die identischen Funktionen wie Smallpart. Nur, dass der Rückkanal vom anderen Betrachter hier eingeschränkt ist. Und hier haben wir viel mehr Optionen, die auch in der Lehre immens genutzt werden und auch explizit dafür auf die Interaktion, auf die asynchrone Interaktion ausgelegt werden. Und das ist das, was halt H5P nicht bietet. Dafür ist H5P natürlich auch ein sehr berechtigtes Tool. Aber der Interaktionskanal fehlt. So mein Stand bis jetzt. Ja. Vielleicht könnten wir nochmal auf so ein paar Anwendungsbeispiele eingehen, also ein paar Ideen vielleicht, dass die Leute ein paar Ideen bekommen, für was man es einsetzen könnte. Also ich finde das Thema Unterweisung zum Beispiel sehr interessant. Also Sicherheitsunterweisung gibt es ja in vielen Firmen, die auch für neue Mitarbeiter reinkommen und heißt, okay, müsst ihr jetzt machen. PC-Sicherheitsunterweisung, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge halt, die da wichtig sind. Und vielleicht gibt es noch mehr Anwendungsbereiche, wo man noch ein bisschen die Ideen anregen kann von den Leuten, für was sie es einsetzen können. Werbungsprozess zum Beispiel oder solche Geschichten. Ja. Hier wurde gerade die Frage Integration in Moodle gestellt. Ja, Moodle ist eine solche Lernplattform.
die sollte der Moodle-Administrator den LTI-Schnittstelle freigegeben haben, dann können Sie Smallpot sofort verlinken über diese LTI. Das heißt kurz, da muss man nur den Link, was Birgit vorhin gesagt hat, reinkopieren, den Kursname und Kurspasswort, und die drei Informationen braucht man bei LTI und der Rest geht automatisch. Und dann haben Sie die Oberfläche, die einfache Oberfläche. Birgit, du kannst eventuell auch mal zeigen, wir haben das Ganze in OpenOLAT integriert, wie das dort aussieht. Über smallpot.de können wir relativ einfach dahin kommen. Klar. Ich wollte auch noch sagen, Herr Weinzierl, da Sie ja eine eigene Moodle-Instanz bei Ihrem Anbieter haben, ist es kein Problem, das da reinzubekommen. Also von daher, das sollte sehr einfach möglich sein an der Stelle. So, da haben wir hier... Da werden wir auch einfach... So. Nimm Demo-Schule bitte oder Demo-Hochschule. Demo-Schule ist aktiv. Okay, sorry. Ach, Hochschule anscheinend auch. Ja, also im Endeffekt sieht man jetzt hier an der Stelle einfach, dass die komplette eGroupware-Oberfläche einfach in OLAT weggeblendet ist und ich habe hier einfach nur den Kurs, ausgehend vom OLAT bin ich auf dem entsprechenden Kurs drauf, der hier freigegeben ist. Und genauso wäre es natürlich in Moodle dann auch. Ich habe quasi Moodle. Sie legen dort ihren Kurs über die Freigaben Sachen ein, tragen die LTI-Informationen ein, definieren im Moodle, wer daran teilnehmen kann. Und dementsprechend klicken die Leute drauf und haben genau das zur Oberfläche zur Verfügung und es steht da drin zur Verfügung. Sie müssen also nichts mit der eGroupware selber zu tun haben, sondern man kann sagen, man kombiniert es halt mit anderen Dingen, die Sie so im Moodle schon drin haben, einfach über LTI da entsprechend rein. Den Vorteil ist, wenn Sie sich in Moodle eingeloggt haben, in dem Falle war es ein Gastzugang vom OLAT, darum ist es die einfachste Übersicht. Wenn Sie eingeloggt sind als Administrator oder als Kurseigentümer, erscheinen auch die Funktionstasten mit Kurs editieren, Fragen beantworten. Die erscheinen dann auch direkt. Stefan hat ja aber im Hinblick auf die Anwendbarkeit gefragt. Genau. Also ich denke, dass wir über Covid-19, wenn ich einfach mal beim aktuellen Problem oder einer aktuellen Situation bleibe, Stichwort neue Mitarbeiter oder neue Prozesse, wir können eigentlich ganz einfach Abläufe per Video oder Screencast dokumentieren und auch schon verbal kommentieren. Und dann ist ja die Frage, wie gehen die Adressaten, die wir hier vorgesehen haben, mit sowas um? Wir versuchen Lehre immer nach bestem Wissen und Gewissen zu arrangieren, also auch wenn wir so einen Screencast drehen würden. In der Regel ist es aber so, dass man nicht alle Nutzerfragen und Unklarheiten schon direkt voraussehen kann. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, wie man dann im normalen Workflow mit sowas umgehen würde. Dann würde jemand eine E-Mail schreiben. In so einer E-Mail müsste jemand dann beschreiben, was ihm unklar ist, und müsste jemand anderes wieder eine Antwort geben. Wenn ich sowas in Smallpot einbinden würde, dann würde genau an der Stelle im Video, wo etwas nicht ganz präzise ist, für den einzelnen Benutzer die Möglichkeit bestehen, da eine Rückfrage zu stellen. Und derjenige, der dafür zuständig ist, könnte sich im Video die offenen Fragen anschauen und könnte dann einen Kommentar zurückgeben. Und da ich über die Kommentarsteuerung und Zugänglichkeit freistellen kann, ob alle Kommentare immer für alle sichtbar bleiben sind oder nur die individuellen und die Antworten darauf, kann ich da dann auch ganz gezielt sowas wie eine FAQ drin sammeln lassen, wo alle Fragen, die schon mal gestellt wurden, dann mit meinen Antworten versehen sind und dann direkt am Video sowas wachsen würde. Also das ist eine Art und Weise, wie mit sowas umgegangen wird, wie man sie im Internet eigentlich gar nicht sieht. Man sieht die Bedeutung des Darstellens über Video und man sieht auf der anderen Seite solche Dinge wie eine FAQ. Beides ist hier durchsuchbar, beides ist dann aber noch miteinander verschränkt und da sehen wir einen ganz klaren Vorteil bei sowas. Und ob man hier an der Stelle einen Forschungsprozess nimmt, den analysiert oder auch die Polizei ein Überwachungsvideo zur Diskussion und Begutachtung für Zeugen zur Verfügung stellen würde,
spielt letztlich gar keine Rolle. Bei der Polizei wäre es natürlich gut, wenn die Zeugen ihre jeweiligen Kommentare zum Video nicht gegenseitig sehen können. Aber das ist ja alles frei einstellbar. Und insofern sind die Anwendungsmöglichkeiten dieses Tools sehr breit. Und diese Asynchronität im Vergleich zu dem, was vorhin gefragt wurde, macht es halt auch möglich, mit schwachen Verbindungen daran zu arbeiten, ohne alle auch zur selben Zeit daran zu bringen. Das heißt, Mitarbeiter können sich so ein Schulungsvideo dann anschauen, wenn sie es in ihren Dienstworkflow oder ihren Feierabendworkflow einbinden können. Und die Fragen stehen trotzdem morgens im Video mit drin, sodass der entsprechende Ansprechpartner reagieren kann. Das war jetzt schön, da hat die Anmeldung im gleichen Browser meine Sitzung kaputt gemacht, weswegen ich nicht mehr alle Rechte hatte. Aber das trifft ja auf normale Benutzer an der Stelle nicht zu. Im Chat steht die Frage nach einer Kontaktperson für die LTI-Integration. Frage ist, wie genau ist die spezifisch die Frage der Integration? Also, Herr Weinzierl, melden Sie sich einfach bei mir oder Ihr Herr van der Leucht möge sich einfach melden. Es gibt in Moodle dort heißt es Integration oder Modul LTI, das muss man aktivieren. Und dann ist es, wie gesagt, man geht hier einfach auf den Kurs drauf. Und dann wird einem entsprechend der LTI generiert. Das heißt, hier drauf kann ich erzeugen sagen und dann wird es mir erzeugt, was ich brauche und auf der anderen Seite eintrage. Kannst du kurz unter Admin, da müssen wir auch noch, falls die Frage offen bleibt, unter Smartpad Admin können wir, da müssen wir auch zum ersten Mal die LTI-Verbindung darstellen. Genau. Also das erste ist dann von VCRP OLAT. Das ist ganz einfach die Adresse vom Server draufschreiben und 2-3 Parameter, die relevant sind. Der ist dann in dem Fall der Moodle-Server, ne? Genau. In dem Fall wäre der Moodle-Server. Genau. Und wir können halt beide Protokolle, sowohl LTI 1.0 als auch LTI 1.3. Also es gibt keine andere, soweit ich weiß. Dementsprechend, Sie müssen einfach in Ihrem Instanz nur das Ganze aktivieren. Genau. Im Zweifelsfall soll er sich melden, der Herr Löwen. Dann kriegen wir das schon zusammen hin. Im Zweifelsfall gebe ich dann den Herrn Löwen an den Arash und dann dürfen die beiden das verhackstücken. Gerne. Gibt es noch weitere Fragen zu den Themen? Ich denke, du willst noch was zeigen bestimmt, oder? Was ist noch geplant? Nee, eigentlich... Fast 60 Minuten und... Ja, also eigentlich war das so das Hauptthema einfach im... Was muss man in der E-Groupware aktivieren? In der E-Groupware muss man nur die Zugriffsrechte auf das Small Part haben, um es nutzen zu können. Im Prinzip in der Eigeninstallation ist es so, dass automatisch die entsprechenden Verzeichnisse, also es gibt ein Verzeichnis, wo die Videos drin gespeichert werden und dafür braucht man die entsprechenden Rechte. Das war in den ersten Versionen noch nicht korrekt automatisch drin. Mittlerweile in der Eigeninstallation ist es aber automatisch konfiguriert. Dann ist es bei euch noch nicht richtig im Container drin. Dann im Zweifelsfall einfach mal melden, dass Ralf mit drauf schaut. Im Prinzip ist es auch im Files-Verzeichnis. Entsprechend gibt es ein Unterverzeichnis für Small Part, was dann halt das Video hochladen in dieses Verzeichnis ermöglicht und es daraus lesen. Also von daher kann es sein, dass in den ersten Installationen das noch falsch drin ist, aber das ist kein großes Hexenwerk, das zu korrigieren. Ja, was gibt es denn sonst noch an Fragen? Gerne doch. Also aus meiner Sicht war so das Hauptaugenmerk tatsächlich auf Nutzungsszenarien. Da fand ich ganz interessant, Arash,
Deine Frau nutzt es ja auch an der Uni. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, weil das fand ich eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Nutzung, was die dort in ihren Sachen machen. Sie ist natürlich sehr freiwillig als Testperson dabei. aber sie verwendet es auch aktiv in der Lehre. Und in dem Falle werden eine der Seminare besagt, dass man Vorträge halten muss, also wissenschaftliche Vorträge, die jedoch in Corona-Zeiten halt nicht möglich ist, es umzusetzen, denn man kann keine 30 Leute in einem Raum kriegen, wo dann 1,5 Stunden jemand da vorne ein sogenannter Referat hält. Was dazu geführt hat, dass wir auch eine Smallpod eingesetzt haben. Die Referenten haben ihre PowerPoint dementsprechend abgefilmt, also das geht ja in PowerPoint, Microsoft PowerPoint kann daraus einen Film drehen, das kann man auch besprechen, die jeweilige Folien. Das haben die Studierenden dann einfach gemacht und haben dann wunderbar das Ganze online gestellt und dann zur Verfügung gestellt und die wurde dann eingebettet in Smallpod und die anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen haben dann ihren Feedback dazu gegeben. Und das Ganze ging anhand eines fest strukturierten Feedbacks, wo, also sie mussten bestimmte Punkte rückmelden, wie sie das fanden und wie das Ganze halt, wie soll ich sagen, optimiert werden kann und wo Schwächen drin waren. Das schöne Nebeneffekt war, dass wir gesehen haben, dass vom ersten Mal, wo die Leute ein bisschen Angst hatten, das mitzumachen und ein Feedback zu geben, weil man weiß ja nicht, Feedback ist geschrieben und man haut den anderen quasi in die Pfanne, ist es rübergegangen hin zu eher freier gesprochen und man hat gesehen, dass die einzelnen Referate und Stunden viel, viel besser geworden sind. Also es ist aus einem, ich sag mal, aus einem aus einem Zeitungssprachsystem in eine wissenschaftliche Version umgewandelt und die Präsentationen waren dann inhaltlich viel besser. Das war eine der Versionen. Es wird auch teilweise in einem anderen Bereich als Analyse-Tool eingesetzt. Da werden halt Videosequenzen interpretiert. Das ist ein Forschungsbereich. Da werden halt die Interaktionen interpretiert. Normalerweise trifft man sich mit 12, 13 Mitgliedern in einem Raum und guckt sich das Ganze an und diskutiert darüber. Leider ist es halt auch nicht möglich, da 3-4 Stunden in einem Raum zu sitzen und ein Video zu analysieren, was dazu geführt hat, dass sie auch Smallpod verwenden und einzelne Sekunden oder einzelne Videosequenzen, die interessant sind, werden jeweils markiert und zur Diskussion freigegeben und halt interpretiert. Das sind zum Beispiel 2 klassische Nutzungsszenarien, die ich live mitbekomme. Die wir an der Uni auch ähnlich einsetzen. Es war noch die Frage, wie es aussieht mit nicht öffentlichen Videos. Die Frage ist, was man unter dieser Nutzung versteht. Wir haben da gerade an der Universität deshalb vorher auch eine Rechtseinkunft eingeholt. Punkt 1 ist, YouTube hat zum Beispiel Nutzungsbedingungen. Wenn ich diese Nutzungsbedingungen nie unterschrieben habe, muss ich mich diesen Nutzungsbedingungen auch nicht unterwerfen. Das ist schon mal das Erste. YouTube stellt selbst eine API zur Verfügung, mit der man solche Videos einbinden kann. Das heißt, ein Verlinken auf YouTube-Videos ist immer auch ohne solche Nutzungsbedingungen, soweit ich mir bekannt ist, nur möglich. Und das Nächste, was ganz wichtig ist, wenn Sie für so einen Kurs so ein Video verwenden, dann publizieren Sie das ja nicht und Sie verbreiten es nicht weiter. Das ist nur in einer geschlossenen Gruppe im Sinne eines Links. Das heißt, als rechtlicher Laie darf ich Ihnen keine Beratung geben, aber das wäre keine Publikation. Sie laden nichts herunter. Sie benutzen nur einen Link, wie er in ganz vielen Internetseiten sowieso vorhanden ist. Und Sie können mit diesem Video arbeiten, ohne das Video selbst zu verändern, weil das Video unberührt bleibt. Das Schöne ist, Birgit, geh mal kurz auf Smallpod, das Video mit dem Genetik.
Korrekt, das war die Eingrenzung. Wenn es Material ist, das bei Ihnen nicht sozusagen auf der Festplatte liegt, dann kann natürlich eine Löschung in YouTube Ihren Kurs zerstören. Aber das ist der Preis. Es gibt bei YouTube und zwar CC BY Lizenzen. Das sind absolut vom ursprünglichen Eigentümer freigegebene Material. So machen Sie was wollen damit. Kurz gesagt. Und diese könnten, soweit ich mich noch erinnere, auch rechtlich ohne Probleme gedownloadet werden und auch irgendwo gehortet werden und noch verarbeitet werden. Aber solange, es gibt die Einschränkung, ach, solange du selbst keinen Nutzungsvertrag mit YouTube unterschrieben hast, also kein eigenes YouTube-Konto hast, weil dann erklärt man sich selber dazu bereit, die Regel einzuhalten, dass man nichts herunterlädt. Aber ansonsten gibt es bei YouTube tatsächlich die Möglichkeit, diese Videos auch nach Lizenztypen zu filtern. Und dort sind eine ganze Menge an Videos eingestellt, die nicht die YouTube-Lizenz gewählt haben, sondern die CC-Lizenz. Und mit denen darf man laut dem Lizenztyp, der dort veröffentlicht ist, machen, was man möchte. Und die Schwierigkeit ist bloß dran zu kommen, wenn man die Nutzungserklärung unterschrieben hat, also beziehungsweise bestätigt hat. Solange man das nicht getan hat, ist man nach dem, was wir erfahren haben, auf der rechtlich einwandfreien Seite. Denn dann darf ich über entsprechende Tools YouTube-Videos runterladen. Ich würde die trotzdem nicht weiterverkaufen oder publizieren. Aber für den eigenen Nutzen, sage ich mal so, haben wir uns so weit rechtsversichert, dass wir das selbst mittlerweile tun. Ich darf hier keine Rechtsberatung machen. Das ist der wesentliche Punkt. Auch wenn wir aufzeichnen, ist es sowieso ganz wichtig. Genau. Im Ernstfall nochmal nachfragen. Aber das ist der rechtliche Stand, so wie wir ihn gerade interpretiert haben. Ich denke, dann ist es wichtig, dass man da dem Urheber und dem Rechteinhaber dann auch Genüge tut, Namen nennt etc., so wie es in den CC-Lizenzen vorgesehen ist. Und der ganz einfache Weg wäre noch alternativ und der wäre dann ganz sicher, Kontakt mit dem entsprechenden Rechteinhaber aufzunehmen. Wenn er das bei YouTube schon mit einer CC-Lizenz zur Verfügung stellt, wird man das sicherlich auch dort dann auf einem anderen Nicht-YouTube-Weg zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, ich meine, ansonsten ist so die ganz klare Aussage letztendlich, jeder, der da Sachen hochlädt oder auf die Plattform, wo er es hochlädt, ist dafür verantwortlich, dass er die entsprechenden Lizenzen hat, es zu tun. Also davon entbindet kein Tool, weder Moodle noch irgendwelche Lernplattformen oder sonst was, dass man an der Stelle natürlich die Urheberrechte nicht verletzen darf. Genau, und wenn man jetzt dieses Webinar aufgezeichnet sieht und wir morgen von der Rechtsabteilung eine Mitteilung erhalten, dass sich das ein oder andere geändert hat oder etwas, was gesagt wurde, vielleicht so nicht alleine stehen sollte, dann können wir ganz einfach einen Kommentar dazu schreiben und jeder kann direkt sehen, was sich an der Sachlage geändert hat. Und wenn wir so ein Tool nicht hätten, müssten wir das Video neu schneiden, neu vertonen. Ist also so eine sehr große Arbeitserleichterung beim Arbeiten mit Videos. Ja. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Weil ansonsten würde ich sagen... Jetzt würde ich den Leuten einen schönen Nachmittag wünschen, oder? Weil ich denke, die Fragen sind... Oder vielleicht doch mal, wenn es weitere Fragen gibt, wie kann man damit umgehen oder so weiter? An wen kann man sich wenden für Smallpart? Auf dem Server wird er gespeichert und zwar unter den... Chatfrage. möchten Sie wissen, wo genau auf dem Server das gespeichert wird, oder? Also, wenn Sie es jetzt in der eGroupware hochladen, dann wird es in der eGroupware im Dateisystem von der eGroupware entsprechend hochgeladen. Es ist nicht direkt im Dateimanager sichtbar, aber es ist auf demselben Wege wie andere Dateien von der eGroupware auch dort hochgeladen. Und wenn ich einen Kurs lösche, ist es dort auch entsprechend raus oder ein Video lösche, dann wird es auch entsprechend tatsächlich gelöscht. Also von daher sind wir an der Stelle, was jetzt Datenschutzkonformität mit eigenen Videos angeht, es ist unter Ihrer vollen Kontrolle. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, lassen Sie uns das Video des Webinar beenden für heute und allen einen schönen Tag wünschen. Ansonsten einfach per E-Mail schreiben an info@eGroupware.org und wir kümmern uns um Ihre Anfrage.
Vielleicht danke, schön, dass Sie da waren. Ankündigung bis nächste Woche ist wieder ein weiteres Webinar, aber wir werden es nochmal rumschicken und auch die Aufzeichnung von dem Video oder von dem Webinar werden wir in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen. Bis dann, einen schönen Tag und bis zum nächsten Webinar. Ciao. Ciao.